Sie hören nun Herrn Privatdozenten Dr. Christoph Zehetgruber mit einem Vortrag zum Thema Flucht in die Hemmung als einziger Ausweg, strafverfahrensrechtliche Alternativvorschläge zum Allheilmittel des § 10 EGSDPO. Christoph Zehetgruber studierte in Graz, wo er 2010 promoviert wurde. Seit 2012 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Dr. Valerius am Lehrstuhl für Strafrecht II der Universität Bayreuth beschäftigt. 2018 habilitierte er sich dort mit einer Arbeit zum deutschen und kalifornischen Strafverfahrensrecht und erhielt die Venia Legendi für die Fächer Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales und europäisches Strafrecht sowie Rechtsvergleichung. Derzeit vertritt Christoph Zehetgruber einen strafrechtlichen Lehrstuhl an der Universität Bielefeld. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu meinem Vortrag mit dem Thema Flucht in die Hemmung als einziger Ausweg, strafverfahrensrechtliche Alternativvorschläge zum Allheilmittel des § 10 EGSDPO sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Christoph Zehetgruber und ich freue mich sehr, im Rahmen der Online-Tagung der GVRZ heute diesen Vortrag halten zu können. Wie wird der folgende Vortrag ablaufen? Ich will eine kurze Einleitung und eine Darlegung der Problemstellung geben, welcher ich mich widmen will im Vortrag. Und dann werde ich versuchen, einige ausgewählte strafverfahrensrechtliche Rechtsinstitute als mögliche Alternativen zu § 10 EGSDPO zu besprechen. Dazu zählen der § 205 SDPO, dazu zählen die § 230 fortfolgende SDPO, § 136 Absatz 4 bzw. 58a, b und 255 SDPO und schließlich auch § 247a SDPO, der die Anwendungsmöglichkeiten der audiovisuellen Zeugenvernehmung beschreibt. Schließlich will ich zu einem Ergebnis in Bezug auf die durchaus blasphemische Fragestellung in Bezug auf das Allheilmittel des § 10 EGSDPO kommen. Die Covid-19-Pandemie stellt ohne Zweifel die Welt vor eine der größten Herausforderungen seit langer Zeit. Alle Lebensbereiche der Menschen sind in einem kaum gekannten Ausmaß von ihr betroffen. Das Virus und dessen mannigfaltige Auswirkungen sind das beherrschende Thema unserer Tage. Im Bereich des Strafverfahrensrechts, genauer jenem der Hauptverhandlung, hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020 und mit der Einführung des § 10 Absatz 1 EG-SDPO auf die Gefahr des Platzens von Strafprozessen reagiert, indem er eine bis zum 27.03.2021 befristete Hemmung der Unterbrechungsfristen wegen Infektionsschutzmaßnahmen geschaffen hat. Dieser Hemmungstatbestand ergibt nun im Zusammenspiel mit dem ansonsten inhaltlich unberührt bleibenden § 229 StPO im Ergebnis, dass eine Hauptverhandlung für im Maximum 3 Monate und 10 Tage unterbrochen werden kann, wobei das Gericht Beginn und Ende der sogenannten Hemmung gemäß § 229 Absatz 3 Satz 4 StPO mit einem unanfechtbaren Beschluss festsetzt. Nach Angaben der Deutschen Richterzeitung sei in diesem Zusammenhang die Linie des Umgangs mit der Krise in Deutschlands Gerichten nach der Implementierung des § 10 EGSDPO überall gleich. Aufschiebbare Verhandlungen und Termine fänden vorerst nicht statt, zeitlich länger dauernde Verfahren in Strafsachen würden jedoch möglichst zum Abschluss gebracht. Es ist somit zu konstatieren, dass § 10 EGSDPO einen derzeit sehr, sehr großen Anwendungsbereich besitzt. Grundsätzlich wurde die Einführung von § 10 EGSDPO zu Recht begrüßt, wenngleich einige denkbare Folgen der Regelung durchaus diskutabel erscheinen und auch näherer Präzisierung bedürfen. Nur beispielhaft
sei etwa, und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sei etwa auf Probleme mit der Verfolgungsverjährung, mit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz, der Konzentrationsmaxime, der Anwendung von § 10 EGSDPO auf kurze Hauptverhandlungen und dem Beschleunigungsgrundsatz hingewiesen. Aus diesem Grund, ja, aus diesen bereits im § 10 EGSDPO ein bisschen angelegten Problemen, ist es wohl unrichtig, die Hemmung als einziges und per se ausreichendes Mittel der Bewältigung der derzeitigen Situation begreifen zu wollen. Und insofern, ja, ist es auch aufgrund der aus rein faktischen Gegebenheiten kaum vertretbar, diese Norm sozusagen als Nonplusultra zu verstehen. In jedem Fall ist es aber wenig innovativ, das zu tun. Zwar ist es an dieser Stelle von mir nicht möglich, seriöse Zahlen über den zu prognostizierenden Rückstau an Strafverfahren bieten zu wollen, doch ist es wohl überaus wahrscheinlich, dass nach dem Ende des vorhandenen Lockdown im strafverfahrensrechtlichen Bereich ein enormes und gerade eingedenk der derzeitigen Ausstattung der Justizbehörden, gerade auch im Personalbereich, in absehbarer Zeit wohl schwierig zu bewältigendes Arbeitspensum gegeben sein wird. Die von Rehbehn in der Deutschen Richterzeitung 2020 insofern geäußerte Hoffnung einer besonders zügigen Verfahrensführung nach Ende der Einschränkungen bleibt, ungeachtet der damit indizierten Problematik unter Gesichtspunkten der möglichst vollständigen Ermittlung der materiellen Wahrheit, wohl aus dem im Tatsächlichen gelegenen Gründen allein ein frommer Wunsch. Daher ist das Nachdenken über bereits in der SDPO oder dem GVG vorhandene weitere Rechtsinstitute neben der Hemmung, welche geeignet sind, der Pandemie und ihren Auswirkungen zu begegnen bzw. diese punktuell etwas abzumildern, indem etwa Hauptverhandlungen trotz Schwierigkeiten und unter Bedachtnahme auf die Gesundheit aller Verfahrensbeteiligten zur Durchführung gebracht werden, als durchaus lohnenswert anzusehen. Hauptaugenmerk soll im Folgenden aber insofern nicht auf die Implementierung genuin neuer Vorschriften, sondern auf vorhandene Rechtsinstitute und Normen gelegt werden, welche mittels Auslegung und, sofern überhaupt notwendig, möglichst eingriffsmilden Adaptierungen, etwa auch solchen nur temporärer Natur, auf die in der derzeitigen Situation besonderen Umstände angewendet werden können. Möglicherweise kann man die derzeitige Situation in ihrer Gesamtheit schließlich auch als Chance begreifen, vielfach angemahnte, wenngleich eher schleppend verlaufende Modernisierungstendenzen im deutschen Strafverfahrensrecht etwas voranzutreiben. Im Folgenden, meine Damen und Herren, möchte ich auf die Erörterungen von Regeln aus dem GVG, wie etwa sitzungspolizeiliche Möglichkeiten, verzichten bzw. auf jene nicht explizit eingehen, da besonders der Vortrag des Kollegen Moslei diese Aspekte bereits umfassend behandelt hat. Ich werde mich daher auf genuin in der Strafprozessordnung vorhandene Rechtsinstitute beziehen. Kommen wir zu einer Darstellung ausgewählter Rechtsinstitute der SDPO in Bezug auf das vorgegebene Ziel meines Vortrags, der Suche nach Alternativen für § 10 EGSDPO. Die Paragraphen 230, 231 Absatz 1 Satz 1 und 285 Absatz 1 Satz 1 SDPO bestimmen, dass gegen einen ausgebliebenen Angeklagten eine Hauptverhandlung nicht stattfindet und jener, sofern er erschienen ist, sich aus der Hauptverhandlung auch nicht entfernen darf. Ein echtes Abwesenheitsverfahren, wie es bis zum Jahre 1975 in Deutschland noch möglich war, findet aber nach dem modernen deutschen Strafverfahrensrecht nicht mehr statt. Der Angeklagte muss somit nach herrschender Meinung grundsätzlich während der gesamten Dauer der Hauptverhandlung zwingend körperlich anwesend sein. Mit Blick auf die zahlreichen gesetzlich vertypten Ausnahmetatbestände kann die körperliche Anwesenheitspflicht des Angeklagten wie des Zeugen jedoch nicht als sakrosankt oder an besonderen Gegebenheiten
oder durch besondere Gegebenheiten und Umstände nicht anpassungsfähig verstanden werden. Für die folgenden Ausführungen sind Richter, Urkundsbeamte und Vertreter der Staatsanwaltschaft im Übrigen in gewisser Weise als ausgenommen anzusehen, da deren ununterbrochene Anwesenheit jedenfalls immer vonnöten ist, um die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptverhandlung zu gewährleisten. Um dies zu unterstreichen, genügt bereits ein Blick in § 226 Absatz 1 und Absatz 2 StPO. Die folgende Betrachtung möchte daher nach einer Behandlung des § 205 StPO untersuchen, ob bei Heranziehung einzelner dieser gesetzlich vertypten Ausnahmetatbestände jede auch zur Bewältigung der Corona-Krise dienen können, indem die Hauptverhandlung ermöglicht wird. Sofern die Anwesenheit des Angeklagten und ferner der Zeugen, man denke bei den Zeugen nur an die rechtlichen Möglichkeiten, auch jene zum Erscheinen und zur Abgabe ihrer Aussage zu verhalten, in der Hauptverhandlung von so essentieller Bedeutung ist, jedoch gerade auch im Moment auch der Gesundheitsschutz aller am Verfahren Beteiligten und der Gesellschaft als solcher ein besonderes Gewicht zukommt, ist der gedankliche Schritt nicht weit zur Hintanhaltung von Infektionsrisiken, die Anwesenheit des Angeklagten oder von Zeugen und Sachverständigen nicht notwendigerweise in Gestalt einer tatsächlichen körperlichen Anwesenheit, sondern mittels anderer Methoden sicherzustellen, um so einen Ausgleich zwischen den beschriebenen Interessen zu erreichen. Natürlich ist aus dem Blickwinkel des Grundsatzes der Anwesenheit und der Geltendmachung der Verteidigungsrechte des Angeklagten ohne Zweifel die Möglichkeit der Verhandlung ohne jegliche Partizipation des Angeklagten extrem eingriffsintensiv und nicht unproblematisch, ohne persönliche körperliche Partizipationsmöglichkeit. Ebenfalls eingriffsintensiv ist aber aus Sicht des Beschleunigungsgrundsatzes des Strafverfahrens in hohem Maße, wenn überhaupt keine Hauptverhandlung stattfindet. Und die Heranziehung von § 10 EGSTPO, welche eine Unterbrechung der Hauptverhandlung für einen längeren Zeitraum als bisher ermöglicht, stellt gerade so einen Fall dar. Einen solchen Fall stellt im Übrigen auch der gleich zu besprechende 205 StPO dar, der eine Einstellung des Verfahrens bewirkt und damit auch keinen weiteren Schritt in Richtung einer Sachaufklärung mit sich bringt. Beiden letztgenannten Vorschriften, § 10 EGSTPO wie § 205 StPO, ist gemein, dass durch ihre Anwendung auch die Infektionsgefahr natürlich durch ein Nichtstattfinden von Verhandlungen minimiert wird. Aber es mag gerade die sinnvolle Kombination der gesetzlichen Regeln der StPO und des GVG sein, die vielleicht dazu führen, einen Mittelweg oder eine Mehrzahl denkbarer Mittelwege zu finden, um einerseits die Anwesenheit bzw. notwendige Teilnahme von für das Verfahren bedeutenden Personen zu gewährleisten, andererseits aber auch dem Schutz vor möglicher Erkrankung in diesen Zeiten Genüge zu tun. Und dies ohne den Großteil der Hauptverhandlungen unterbrechen oder vorläufig einstellen zu müssen. Insoweit stellen also die Gebote des Infektionsschutzes und die denkbare verstärkte Nutzung technologischer Möglichkeiten zur Durchführung der Hauptverhandlung in diesem Bereich ebenfalls zu diskutierende Umstände dar. Kommen wir nun nach langen Ankündigungen zu den ausgewählten strafverfahrensrechtlichen Rechtsinstituten, die ich als Alternative zu § 10 EGSTPO begreifen möchte oder die ich darauf untersuchen möchte, ob sie echte Alternativen darstellen. Zuerst und bevor ich mich einigen einschlägigen Regelungen bezüglich der Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten, insbesondere aber auch in körperlicher Abwesenheit von Zeugen, zuwende, ist die Vorschrift des § 205 StPO zu erläutern, welche eine Hauptverhandlung eben nicht zur Durchführung kommen lässt, beziehungsweise eine Einstellung derselben zu bewirken geeignet ist. § 205 ist nun darauf zu untersuchen, ob eine handhabbare Alternative
zu § 10 EGSDPO in Zeiten der Covid-19-Pandemie bietet. Ganz allgemein ist § 205 aufgrund seiner systematischen Stellung eigentlich im Zwischenverfahren zu verorten. Aber nach beinahe einhelliger Meinung verkörpert diese Norm den allgemein wirkenden Rechtsgedanken der förmlichen, vorläufigen Verfahrenseinstellung bei vorübergehenden Hindernissen, tatsächlicher wie rechtlicher Art, und ist daher auch in weiteren Verfahrensstadien und auch in jenem der Hauptverhandlung dann auf analogem Wege zur Anwendung zu bringen. Er normiert die vorläufige Einstellungsmöglichkeit des Verfahrens durch einen Gerichtsbeschluss, sofern der Hauptverhandlung für längere Zeit die Abwesenheit des Angeschuldigten oder aber ein anderes in seiner Person liegendes Hindernis entgegenstehen. Die vorläufige Einstellung durch diesen förmlichen Beschluss schafft dabei für alle Verfahrensbeteiligten Rechtsklarheit, da der Grund der Unterbrechung verlautbart und dadurch nachprüfbar wird. Darüber hinaus haben die Strafverfolgungsbehörden bei einer vorläufigen Einstellung eine regelmäßige Überprüfung des Vorhandenseins des jeweils einschlägigen Hindernisses zu gewährleisten, um auf diese Art und Weise dem Beschleunigungsgrundsatz Genüge zu tun. Entfallen nun die in § 205 genannten Hinderungsgründe, ist das Verfahren schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Rechtsschutz wird im Rahmen des § 205 StPO durch die Möglichkeit der einfachen Beschwerde gewährt, Beweissicherungsmaßnahmen gestattet § 205 Absatz 2 bzw. Satz 2 StPO. In Bezug auf die Verfahrenseinstellung nach § 153a Absatz 2 StPO oder den Erlass eines Strafbefehls bei Vorliegen der jeweils notwendigen Voraussetzungen ist § 205 StPO hingegen subsidiär, da dem in jenen Normen zum Ausdruck gebrachten verfahrensfördernden Maßnahmen aus Beschleunigungsgründen jedenfalls der Vorzug vor der vorläufigen Einstellung nach 205 gebührt. Als bedeutsam für die Anwendbarkeit des Paragraphen 205 ist nun der Umstand anzusehen, dass es sich bei dem normierten Hindernis um ein nur vorübergehendes, temporäres Hindernis für das Verfahren handeln darf. Es darf sich also weder als dauerhaftes noch als allzu kurzfristiges darstellen. Schneider bringt in diesem Zusammenhang für die Bestimmung der Anwendbarkeit der Vorschrift den zu begrüßenden Aspekt der Ungewissheit ins Spiel, welcher § 205 StPO auf den ersten Blick für die Covid-19-Zeit geradezu prädestiniert erscheinen lässt. Nach Schneider würde sich eine vorläufige Einstellung immer dann aufdrängen, wenn der Wegfall des Hindernisses im Einzelfall zwar grundsätzlich möglich erscheine, der Zeitpunkt desselben jedoch ungewiss sei. Nach dieser Ansicht ist die Einschlägigkeit von § 205 StPO für Covid-19-Zeiten bereits grundsätzlich indiziert. Diese grundsätzliche Einschlägigkeit von 205 für Fälle im Zusammenhang mit der Gefahr durch Covid-19 wurde nun durch eine jüngst ergangene Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt an der Oder vom 24.03.2020 noch unterstrichen. Das Amtsgericht stellte hier in Bezug auf die Tatmodalität des 205 Abwesenheit für längere Zeit und im Zusammenspiel mit § 276 StPO fest, dass die Gestellung vor das zuständige Amtsgericht des sich in Spanien aufhaltenden, über 80 Jahre alten Angeklagten sowohl an der fehlenden Ausführbarkeit sowie an der fehlenden Angemessenheit derselben scheitern muss. Darum sei ein Vorgehen nach § 205 eine vorläufige Einstellung des Verfahrens angezeigt. Es sei dem Angeklagten nach derzeitigem Stand der Dinge, und in Spanien gilt eine strenge Ausgangssperre, weder rechtlich noch tatsächlich möglich, Spanien zu verlassen, um sich in Deutschland vor Gericht zu verantworten.
Darüber hinaus sei ihm dies derzeit und in nächster Zeit auch nicht zumutbar. Gehöre er doch aufgrund seines fortgeschrittenen Lebensalters zur Risikogruppe. Diese Weise ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe des neuartigen Virus auf, erkranke im Falle einer Erkrankung mit höherer Wahrscheinlichkeit schwer an Covid-19, was wiederum bedeute, dass damit auch eine größere Wahrscheinlichkeit verbunden sei, eine Lungenentzündung zu bekommen, ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen oder gar an der Krankheit sterben zu können. Die skizzierte Entscheidung des Amtsgericht Frankfurt an der Oder betraf nun in inhaltlicher Hinsicht, bezogen auf § 205, dessen erste Modalität, die sogenannte Abwesenheit des Angeschuldigten. Über die zweite Variante des § 205, das sogenannte andere in der Person des Angeschuldigten liegende Hindernis und dessen mögliche Einschlägigkeit für Covid-19-Sachverhalte, gab sie aber inhaltlich keine direkte Auskunft. Üblicherweise werden unter dieser zweiten Modalität des § 205 von der Literatur allein Fälle der sogenannten Verhandlungsunfähigkeit diskutiert, was in Bezug auf den Wortlaut und den Sinn der Norm nicht notwendigerweise zwingend anmutet und auch in inhaltlich umfänglicher Hinsicht weitere Auslegungen denkbar und in casu concreto überlegenswert macht. Insoweit können, jedenfalls vom Wortlaut der Vorschrift gedeckt, auch weitere Hindernisse bloß vorübergehender Natur eine Anwendung des § 205 StPO auslösen. Und zu jenen sind wohl jedenfalls auch eine vorliegende Infektion eines Angeklagten oder Angeschuldigten mit dem Coronavirus oder Quarantänemaßnahmen zu zählen, ja, die andere in der Person des Angeklagten liegende Hindernisse darstellen. Ungeachtet des überwiegenden Replizierens auf den Terminus der Verhandlungsunfähigkeit durch die Literatur und Rechtsprechung, stellten aber das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof für § 205 StPO fest, dass, falls die Durchführung der Hauptverhandlung vorübergehend die ernsthafte Gefahr begründe, dass der Angeklagte durch jene schwerwiegende gesundheitliche Schäden erleiden oder gar sein Leben einbüßen könne, bereits aus den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz ein Verfahrenshindernis resultiere. Und dieses Verfahrenshindernis sei einer Verhandlungsunfähigkeit wertungsmäßig gleichzustellen und rechtfertige daher die Anwendung des § 205 StPO. Was bedeutet das jetzt für Covid-19-Sachverhalte? Ob durch die Durchführung einer Hauptverhandlung diese das entsprechende Maß erreichende vorübergehende Gefahr der Gesundheitsbeeinträchtigung tatsächlich gegeben ist, ist für Covid-19-Sachverhalte nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Also nach dem Umfang der Hauptverhandlung, nach der Anzahl der beteiligten Personen, nach den baulichen Gegebenheiten, sonstigen Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Infektion, nach dem Gesundheitszustand des Angeklagten und der Verfahrensbeteiligten und weiteren Umständen. Und diese Beurteilung wird, ja, wie die Verhandlungsunfähigkeitsprüfung oder Überprüfung bei § 205 StPO im Allgemeinen, im Freibeweisverfahren, häufig auch mit Hilfe eines Sachverständigen, zu klären sein. Eine Verfahrensdurchführung kann sich in diesem Kontext also somit ausnahmsweise als unzumutbar für den Angeklagten und das unabhängig davon, ob er zur Risikogruppe gehört oder nicht, erweisen. Unzweifelhaft eröffnen die genannten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs jedenfalls schon in dieser Konstellation einen im Einzelfall beschreitbaren Weg, § 205 StPO auch in anderen Konstellationen als der Verhandlungsunfähigkeit im engeren Sinn, mithin auch allgemein im Rahmen der Bewältigung der Covid-19-Pandemie anwenden zu können. Doch besieht man sich eine weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Bezug auf den Umfang der Anwendung des § 205 StPO, die entgegen dem Wortlaut der Vorschrift diese auch auf Verfahrenshindernisse, die außerhalb der Person des Beschuldigten begründet sind,
zur Anwendung bringt und somit den in der Norm vermuteten, bereits angesprochenen allgemeinen Rechtsgedanken verfolgt, wird dadurch dem Grunde nach ein noch weiterer, bedeutend simpler zu handhabender Spielraum und Anwendungsbereich der vorläufigen Einstellung nach § 205 StPO in Pandemiezeiten eröffnet. Daher ist zu folgern, dass grundsätzlich ein sehr weiter Anwendungsbereich des § 205 StPO auch in der derzeitigen Lage zu konstatieren ist. § 205 StPO ist seinem Wortlaut nach eine Ermessensvorschrift und die Anwendung dieser Norm, ja, ist für die Justizbehörden grundsätzlich günstig. Ja. Im Gegensatz zu § 10 IG StPO, welcher die Verjährung unberührt lässt, ja, hat § 205 StPO einen Vorteil, wird durch den gerichtlichen Einstellungsbeschluss durch die Verjährung bis zum Zeitpunkt des § 78c Absatz 3 Satz 2 und 3 in Verbindung mit 78b Absatz 3 unterbrochen, sofern die Einstellung auf der Abwesenheit des Angeschuldigten oder auf ein sonstiges in seiner Person liegendes Hindernis zurückzuführen ist. Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang jedoch, ob diese Rechtsfolge auch für die auf den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz beruhenden und auf jene der nicht in der Person des Angeklagten liegenden Hindernisse zu erstrecken sind. Anerkennt man, wie hier von mir vertreten auch, die strafprozessuale Natur der Verjährungsfristen im Sinne von Verfolgungshindernissen, so ist der Schutzbereich des Artikels 103 Absatz 2 Grundgesetz wohl nicht eröffnet, was zur Folge hat, dass auch die genannten Fallgruppen in analoger Art und Weise über die grundsätzliche Anwendung des § 205 StPO in Verbindung mit 78c Absatz 1 Nummer 11 StGB verjährungsunterbrechend wirken. Insgesamt ist die Nutzung des § 205 StPO also nach dem Dargelegten eine denkbare Alternative zu § 10. Ja, IG StPO, ja, und sie schafft aber eines nicht, sie beseitigt gleichfalls nicht das Problem des höchstwahrscheinlich enormen Arbeitsunfalls nach dem Ende der Pandemie für die Justizbehörden. Insofern müssen andere Rechtsinstitute von strafverfahrensrechtlicher Natur bemüht werden, welche die Durchführung einer Hauptverhandlung zulassen. Und jenen sonstigen Rechtsinstituten will ich mich jetzt zuwenden. Das erste, das ich kurz beleuchten will, § 230 Absatz 2 StPO, betrifft Fälle in Bezug auf das Coronavirus und die möglicherweise vorliegende genügende Entschuldigung des Ausbleibens aufgrund Covid-19. Der Anwesenheitspflicht unterworfene Angeklagte bleibt aus, wenn er beim Aufruf der Sache sich nicht im Saal befindet oder alsbald danach eintrifft oder sich trotz körperlicher Anwesenheit im Saal nicht zu erkennen gibt. Kein Ausbleiben des Angeklagten liegt jedoch bei einer genügenden Entschuldigung nach § 230 Absatz 2 vor, und zwar in Bezug auf den Grund des Ausbleibens. Das Ausbleiben ist dann genügend entschuldigt, wenn dem Angeklagten bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls daraus unter Billigkeitserwägungen kein Vorwurf gemacht werden kann. Etwaig erforderliche Ermittlungen in diesem Zusammenhang sind im Freibeweisverfahren vorzunehmen. Verbleiben nach den Ermittlungen berechtigte Zweifel, dürfen die angeführten Zwangsmittel des § 230 nicht verhängt werden. Was zählt jetzt zu Entschuldigungsgründen in diesem Zusammenhang? Etwa eine Erkrankung, die eine Teilnahme an der Hauptverhandlung unzumutbar macht, eine Inhaftierung in anderer Sache oder auch unaufschiebbare und bedeutsame berufliche oder private Angelegenheiten, zum Beispiel die Pflege einer nahestehenden Person. Eine vorhandene Infektion mit dem Coronavirus wird nun jedenfalls als genügende Entschuldigung in diesem Sinne anzusehen sein. Gleiches gilt wohl für das Vorliegen einer Quarantäne. Auch Mitglieder der sogenannten Risikogruppe können wohl ebenfalls eine genügende Entschuldigung für sich in Anspruch nehmen, gilt für jene doch,
den Kontakt zu anderen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Insofern ist die Anwesenheitsverpflichtung in Zeiten der Corona-Pandemie daher, gerade auch wegen den Unabwägbarkeiten der Folgen einer Infektion, wohl als etwas gelockert oder zumindest als eingeschränkt zu interpretieren, was für die genannten Personen das Vorliegen einer genügenden Entschuldigung, wie gesagt, nahelegt. Für das Gros aller anderen Angeklagten wird aber die abstrakte Gefahr durch Covid-19 und die Furcht vor einer Ansteckung durch die Teilnahme an der Hauptverhandlung für sich allein und ohne konkrete Anhaltspunkte wohl nicht ausreichen, um daraus eine genügende Entschuldigung zu bejahen. Auch aus dem Grund, dass für solche Angeklagte ja dann die Durchführung einer Hauptverhandlung in ihre eigenen Hände gelegt wäre. Kommen wir nun zum § 231 Absatz 2 StPO, der ebenfalls die Durchführung einer Hauptverhandlung ohne den Angeklagten normiert. Gerade in Zeiten von Covid-19 sind Fallkonstellationen denkbar, in welchen das Gericht zwar unterschiedlichste Schutzmaßnahmen trifft, um das Infektionsrisiko zu vermeiden, der Angeklagte jedoch dennoch nicht an der Verhandlung teilnehmen will und jene nach Erscheinen zum Beispiel wieder verlässt, beziehungsweise wohl häufiger zum Fortsetzungstermin einer unterbrochenen Hauptverhandlung nicht erscheint. Ist in solchen Fällen jetzt über § 231 Absatz 2 StPO die Möglichkeit eröffnet, eine Hauptverhandlung ohne den Angeklagten zu Ende zu führen und so das Verfahren erstinstanzlich zu einem Abschluss zu bringen? Voraussetzung des § 231 Absatz 2 StPO ist jedenfalls, dass dem Angeklagten in der Hauptverhandlung die Gelegenheit der umfassenden Stellungnahme eingeräumt wurde. Ob er sich tatsächlich geäußert hat, ist hingegen ohne Belang. Darüber hinaus muss das Gericht zur Auffassung gelangen, dass die Anwesenheit des Angeklagten für das weitere Verfahren nicht erforderlich ist, damit § 231 Absatz 2 angewendet werden darf. Das konstituiert eine Ermessensentscheidung des Gerichts. Doch selbst wenn diese beiden Voraussetzungen bejaht werden, muss das Sich-Entfernen bzw. Ausbleiben des Angeklagten nach herrschender Meinung eigenmächtig erfolgen. Und eine solche Eigenmächtigkeit liegt dann vor, wenn der Angeklagte wissentlich seiner Anwesenheitspflicht nicht genügt und keine Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe auszumachen sind. Bei einer Infektion mit Covid-19 und dies selbst bei einem milden Verlauf für den Betroffenen wird eine solche Eigenmächtigkeit, wie auch bei Anordnung von Quarantäne für einen Angeklagten, jedenfalls nicht zu vertreten sein. Es sei denn, der Angeklagte hätte die Infektion selbst vorsätzlich herbeigeführt, Stichwort Covid-19-Party, oder die Quarantänemaßnahme bewusst provoziert, um das Verfahren zu verhindern. Dafür ist aber § 231a StPO insbesondere einschlägig. Eine Verhandlungsunfähigkeit für den Angeklagten im tatsächlichen Sinn, also eine solche, bei welcher der Verhandlung nicht mehr gefolgt werden und die Verteidigungsrechte nicht mehr vollständig wahrgenommen werden können, wird bei einer Infektion mit Covid-19 zwar wohl nur dann vorliegen, wenn medizinische Hilfe in einem bestimmten Ausmaß gewährt werden muss, doch bewirkt wohl jegliche Infektion mit dem Virus eine Verhandlungsunfähigkeit im technischen Sinn. So ist es wohl auch aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf das Virus und seinen Wirkweisen keinem der Verfahrensbeteiligten zuzumuten, sich durch die Teilnahme an der Verhandlung einem reell erhöhten und konkreten Risiko einer Infektion auszusetzen, wenn tatsächlich ein mit Covid-19 infizierter Verfahrensteilnehmer gegeben ist. Eine Verhandlung mit körperlicher Anwesenheit hätte in einem solchen Fall diesfalls jedenfalls zu unterbleiben. Die bloße Sorge des Angeklagten aber, sich durch eine Teilnahme an der Hauptverhandlung infizieren zu können, wird an dieser Stelle demgegenüber wohl im Hinblick auf dessen tatsächlichen Gesundheitszustand differenzierend zu beurteilen sein. Ganz allgemein kommt es immer darauf an, wie weit im Einzelfall dem Angeklagten das Erscheinen in der Hauptverhandlung zumutbar ist. Zählt jener zur Risikogruppe und entfernt sich darum oder bleibt aus diesem Grund aus, ist Eigenmacht eingedenk des gerade Ausgeführten wohl eher zu verneinen, bei einem nicht zu dieser Gruppe zählenden Angeklagten hingegen wohl eher zu bejahen.
Insofern ist auf die Ausführungen zur genügenden Entschuldigung in diesem Kontext zu verweisen. Im Ergebnis wird § 231 Absatz 2 damit in beschränktem Maße dazu dienen können, Hauptverhandlungen trotz der Covid-19-Krise ohne den Angeklagten durchzuführen. Kommen wir nun kurz zu einem sehr interessanten Rechtsinstitut, das ich auch noch einmal darstellen möchte, zu § 231c StPO. Um die Anzahl der Personen in der Hauptverhandlung bei Verfahren gegen mehrere Angeklagte zu beschränken und damit auch das potenzielle Infektionsrisiko zu minimieren, erscheint auf den ersten Blick § 231c Absatz 1 Satz 1 StPO ein geeignetes Instrument zu sein, da durch diese Norm dem Angeklagten und auch ihren Pflichtverteidigern auf Antrag durch das Gericht erlaubt werden kann, sich während einzelner Teile der Hauptverhandlung zu entfernen, etwa bei Verhandlungstagen, die nur und ausschließlich andere Angeklagte betreffen. Die Anwendungsmöglichkeit dieser Vorschrift in Pandemiezeiten, welche per se allerdings für andere Zwecke geschaffen wurde, nämlich um eine Belastungsverringerung für Angeklagte zu gewährleisten und um Vermeidung nutzlosen Zeitaufwands für den Verteidiger hintanzuhalten, besteht grundsätzlich. Aber die Norm besitzt einerseits wegen des Umstandes, dass die Mehrzahl der Verhandlungen als solcher wohl gegen einen einzelnen Angeklagten geführt wird, andererseits wegen der üblicherweise bestehenden Verbindung der Anklagevorwürfe gegen mehrere Angeklagte, sofern gegen mehrere verhandelt wird, einen recht kleinen Anwendungsbereich. Bei bandenmäßiger Begehung von Straftaten ist § 231c StPO im Übrigen nach Ansicht des BGH regelmäßig nicht anwendbar. Darüber hinaus ist die Justizpraxis wegen der Gefahr der Schaffung von Revisionsgründen bei Heranziehung von 231c StPO ausgesprochen sparsam mit dessen Anwendung und auch das spricht generell gegen die Heranziehung, gerade auch in Krisenzeiten. Aufgrund der angeführten Einschränkungen mag § 231c in Corona-Zeiten vereinzelt eine mögliche Alternative für die Durchführung der Hauptverhandlung bieten können. Eine generell wirkende Funktion kann ihm freilich wegen seines überaus beschränkten Anwendungsbereichs nicht zukommen. Die Paragraphen 232 StPO und 233 StPO stellen nun Möglichkeiten der Hauptverhandlungsdurchführung ohne den Angeklagten dar und sind auch kurz zu erwähnen oder anzureißen. Für Sachverhalte mit geringer Straferwartung regelt § 232 Absatz 1 Satz 1 StPO, dass entgegen dem Grundsatz der Anwesenheitspflicht des Angeklagten ein de facto echtes Abwesenheitsverfahren nach Ermessen des Gerichts und ohne dass ein Beschlusserfordernis normiert wäre, durchgeführt werden kann, sofern der Angeklagte ordnungsgemäß geladen und in der Ladung auf die Möglichkeit einer Abwesenheitsverhandlung hingewiesen wurde. Eine solche Abwesenheitsverhandlung ist aber nur dann möglich, wenn eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt, Fahrverbot, Einziehung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung entweder allein oder nebeneinander zu erwarten sind oder auch eine Entziehung der Fahrerlaubnis zu erwarten ist, sofern auf dieses Vorgehen in der Ladung hingewiesen wurde. Höhere Strafen oder andere Maßregeln der Besserung und Sicherung dürfen nicht verhängt werden. Die Anwendung von § 232 hängt jetzt davon ab, ob ein eigenmächtiges Ausbleiben oder sich Entfernen des Angeklagten, das wir ja vorher schon angesprochen haben, bejaht wird. Ist ein solches wegen genügender Entschuldigung zu verneinen, kann das Gericht keine Verhandlung unter den Voraussetzungen des § 232 StPO durchführen. Und unter dem Blickwinkel der Durchführungsmöglichkeit einer Hauptverhandlung in Corona-Zeiten kommt somit die Heranziehung für vom Virus tatsächlich betroffene, in Quarantäne befindliche Personen und Risikopatienten nicht in Frage. Nach dem, was ich ausgeführt habe, die sind genügend entschuldigt. Für alle Angeklagten, alle anderen Angeklagten grundsätzlich hingegen schon. In Abwesenheit des Angeklagten kann nun freilich dessen Sachvernehmung nicht stattfinden. Und hierfür bestimmt § 232 Absatz 3, dass wenn ein Protokoll einer richterlichen Vernehmung des Angeklagten als Beschuldigtem oder eine audiovisuelle Aufzeichnung der Vernehmung besteht, dieses in der Hauptverhandlung dann sozusagen zu
verlesen bzw. in Jena vorzuführen ist. Für den Großteil der Angeklagten wird ein Ausbleiben oder sich Entfernen auf Basis von Furcht vor Ansteckung daher als, wie zuvor dargestellt, nicht genügend entschuldigt gelten, sodass gegen jene das Vorgehen nach § 232 dem Grunde nach eröffnet ist. Wichtig ist in Bezug auf das richterliche Protokoll noch, liegt ein solches allerdings nicht vor, betrifft das die Zulässigkeit des Verfahrens nach § 232 nicht. Ein solches ist auch ohne das Vorliegen eines solchen richterlichen Protokolls möglich. § 233 bietet jetzt eine weitere, ebenfalls für Zeiten der Pandemie denkbare Vorgehensweise. Und er betrifft Fälle, nach denen der Angeklagte auf Antrag von seiner Anwesenheitsverpflichtung entbunden werden kann. Auch hier ist das nur bei Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten, Geldstrafe bis zu 100 Tagessätzen und den bereits in § 232 StPO genannten Fällen möglich. Wichtig für den § 233 ist, dass zwingend vorgeschrieben für ein Vorgehen nach dieser Vorschrift, nach dessen Absatz 2 ist, dass eine richterliche Vernehmung des Angeklagten über die Anklage bereits stattgefunden hat. Und selbst dann, falls eine solche bereits im Ermittlungsverfahren durchgeführt wurde, muss trotzdem neuerlich eine solche durchgeführt werden. Die nach § 233 Absatz 2 StPO durchzuführende Vernehmung stellt einen vorweggenommenen Teil der Hauptverhandlung dar und Satz 3 dieses Absatzes bestimmt nun, dass außerhalb der Hauptverhandlung auch das erkennende Gericht selbst diese Vernehmung durchführen kann. Wobei sich der Angeklagte auch an einem anderen Ort als das Gericht aufhält und die Vernehmung zeitgleich in Bild und Ton an seinen Aufenthaltsort und an das Sitzungszimmer übertragen wird. Es ist also nicht mehr nötig, eine Vernehmung in körperlicher Anwesenheit durch einen beauftragten oder ersuchten Richter, welche genauso denkbar ist, durchzuführen. Von dem Termin der Vernehmung des Angeklagten auf diese Art und Weise sind Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie die weiteren Prozessbeteiligten zu informieren. Sie müssen an diesem aber nicht teilnehmen. Und zur Verwertung dieser Vernehmung muss dann das Protokoll derselben in der Hauptverhandlung verlesen werden. § 233 eröffnet damit in Zeiten der Pandemie für Sachverhalte mit eher geringerem Kriminalitätspotenzial und geringerer Straferwartung einen gangbaren Weg, zwar die Hauptverhandlung durchzuführen, jedoch zumindest dem Angeklagten eine Anwesenheit in derselben zu ersparen. Die Notwendigkeit der vorab durchzuführenden Vernehmung des Angeklagten durch einen Richter sollte zur Beschränkung der Sozialkontakte, insbesondere aber als Rettungsmöglichkeit für die Hauptverhandlung, in Pandemiezeiten durch eine Videovernehmung erfolgen. Dabei kann sich der Angeklagte dem Wortlaut des Gesetzes nach an jedem denkbaren Ort, somit etwa auch in seinem eigenen Zuhause, aufhalten. Zu kritisieren an der derzeitigen Gestalt des § 233 ist freilich allgemein, dass eine Verschriftlichung der Bild-Ton-Vernehmung stattfinden muss und jene nicht per se in der Hauptverhandlung verwendet werden darf. Darüber hinaus könnte auch eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Vorschrift auf alle Vergehenstatbestände, vergleichbar dem Regelungsbereich für das Strafbefehlsverfahren, siehe hierzu § 407 StPO, grundsätzlich angedacht werden. Eine solche Erweiterung des Verzichts auf das Anwesenheitserfordernis, also in Bezug auf Straftaten, die noch Vergehen darstellen, wäre eine recht simple, durch eine recht simple Änderung des § 233 StPO durchzuführen und natürlich immer noch von den sonstigen Kautelen des § 233 abhängig. Sie stünde weiterhin im Ermessen des Gerichts, wäre jederzeit rücknehmbar, wie auch jetzt schon. Würde aber einen systematischen Gleichklang mit dem Strafbefehlsverfahren bedeuten und die Hauptverhandlung als Kernstück des Hauptverfahrens aber dennoch stattfinden lassen und wäre darüber hinaus geeignet, in Zeiten der Pandemie Verunsicherungen und den Infektionsrisiken zu begegnen. Kommen wir nun noch zu den Möglichkeiten, die § 136 Absatz 4 StPO sowie die Regelungen in Bezug auf die Zeugeneinvernahme im Ermittlungsverfahren eröffnen, bevor wir uns § 247a zuwenden.
§ 136 Absatz 4 StPO ist seit 01.01.2020 in Geltung und er stellt in seinem Satz 1 klar, dass grundsätzlich Vernehmungen des Beschuldigten immer audiovisuell aufgezeichnet werden können. Wenn diese erste Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren jetzt durch einen Richter stattfindet und legt der Angeklagte, der spätere Angeklagte, in dem Fall noch der Beschuldigte, ein Geständnis ab, dann kann die Aufzeichnung der Vernehmung nach § 254 StPO in der Hauptverhandlung durch Abspielen vorgeführt werden. Dadurch ist allerdings der Angeklagte nicht von seiner Anwesenheitspflicht suspendiert. Für die Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren gelten in diesem Kontext die Paragraphen 58a, 58b in Verbindung mit 255a StPO. Auch hier kann eine audiovisuelle Aufzeichnung der Vernehmung erfolgen und auch hier ist ein Abspielen in der Hauptverhandlung prinzipiell möglich. Die Normen des 136 Absatz 4 und die in Bezug auf die Zeugenvernehmung und audiovisuelle Aufzeichnung von Zeugenvernehmungen bringen jetzt die grundsätzliche Bereitschaft und das Vertrauen des Gesetzgebers zum Ausdruck in neue Technologien, helfen für Covid-19 auch weiter, ja, und sind insofern zu begrüßen. Auch zu begrüßen wäre früher als nach Ablauf der Evaluierungsphase am 01.01.2025, dass der Kreis der Delikte, für die eine Aufzeichnung zwingend vorgeschrieben ist, das sind im Moment Tötungsdelikte und Delikte, wo Personen mit besonderen Bedürfnissen betroffen sind, bereits vorher ausgeweitet wird. Kommen wir nun, meine Damen und Herren, zum § 247a StPO, als letzten von mir zu besprechenden Tatbestand, der möglicherweise § 10 EG StPO ein bisschen in den Schatten stellen kann. § 247a wurde seinem Zweck nach implementiert in die StPO zum Zeitpunkt ihrer Implementierung eine schonende Vernehmung besonders schutzbedürftiger Zeugen sicherzustellen und in weiterer Folge wurde das erweitert über die simplere Einvernahmemöglichkeit von Sachverständigen. Aus dieser vormaligen Intention der Norm und ihrem zweifellos gegebenen Ausnahmecharakter jedoch jetzt einen generellen Ausschluss für die Anwendbarkeit in Zeiten der Covid-19-Pandemie ableiten zu wollen, erscheint schon einmal per se nicht zwingend. Und auch der Wortlaut des § 247a StPO kann für eine Heranziehung für Covid-19-Sachverhalte dienlich sein. Ja? Und steht damit einer Beschränkung der im Verhandlungssaal Anwesenden prima vista auch nicht entgegen. 247a normiert ja die audiovisuelle Zeugenvernehmung in Echtzeit. Darüber hinaus dient § 247a, wenngleich in differenterer Form, nach der von mir hier vertretenen Auslegung immer noch dem Zeugenschutz in einem weiteren Sinn sowie allgemein auch dem Schutz aller Verfahrensbeteiligten in Pandemiezeiten. § 247a StGB macht also oder wird also durch den Gesetzgeber zu einem Entgegenkommen für Zeugen und Sachverständigen in Bezug auf deren Mitwirkungspflichten am Verfahren gemacht. Die audiovisuelle Vernehmung in Echtzeit stellt einen Teil der Hauptverhandlung dar, berührt den Öffentlichkeitsgrundsatz aber prinzipiell nicht, da jener nur für den Sitzungssaal und die dort zu übertragende Einvernahme, nicht aber für den Ort, an welchem sich der Zeuge oder Sachverständige nach § 247a aufhält, gilt. Über die Norm des 247a erfolgt bei der Zeugenvariante ein Rückgriff auf das Originalbeweismittel. Und sofern eine Einschränkung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes nach 250 Absatz 1 StPO in diesem Zusammenhang durch die technische Vermittlung der Vernehmung bejaht wird und in Anschlag gebracht wird, ist eine solche Einschränkung nur in einem äußerst geringen Ausmaß gegeben. Dies wird bereits durch einen Vergleich mit sonstigen, den Unmittelbarkeitsgrundsatz einschränkenden und dennoch in der StPO anerkannten Rechtsinstituten deutlich, wie zum Beispiel beim bloßen Vorspielen einer aufgezeichneten Zeugenaussage in der Hauptverhandlung, bei der Verlesung eines Vernehmungsprotokolls oder einer Vernehmung des Vernehmenden über den Inhalt der Zeugenvernehmung. Die Beweisqualität einer § 247a Vernehmung ist in Bezug auf die eben genannten Surrogate damit in jedem Fall als höher einzustufen und dient somit eher der Wahrheitsermittlung.
Im Rahmen einer audiovisuellen Zeugenvernehmung nach § 247a kann der Angeklagte im Übrigen sein Konfrontations- und Fragerecht in realitas ausüben. Auch das Gericht kann sich ein unmittelbares Bild vom Zeugen machen. Grundsätzlich hat also die Norm großes Potenzial für die Anwendung in Covid-19-Zeiten. Sofern die technische Ausstattung bei den Gerichten und bei den Zeugen natürlich gegeben ist, ist sie auch recht simpel zu handhaben. Nun im Detail. § 247a Absatz 1 Satz 1 StPO gestattet die Nutzung der audiovisuellen Vernehmung von Zeugen, die sich an einem anderen Ort als dem Sitzungssaal aufhalten, aus zwei verschiedenen Zwecken. Für Sachverständige gilt allein der Absatz 2 der Norm. Der erste Zweck besteht nach § 247a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 StPO darin, dass das Gericht anordnen kann, dass der Zeuge sich während seiner Vernehmung dann an einem anderen Ort aufhält, sofern die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für sein Wohl besteht, wenn er in Gegenwart der in der Hauptverhandlung Anwesenden vernommen wird. Diese Variante möchte den Zeugen damit vor schwerwiegenden Beeinträchtigungen schützen, welche ihm aus der Erfüllung seiner Zeugenpflicht drohen können. Seine Aussage kann, sofern das Gericht das annimmt und seine Ermessen in diesem Zusammenhang ausübt, nach § 247a Absatz 1 Satz 3 zeitgleich in Bild und Ton in das Sitzungszimmer übertragen werden. Es besteht ferner eine Aufzeichnungsmöglichkeit dieser Aussage und die Einschränkungen, die nach § 58a Absatz 2 gelten auch kraft Verweisung im § 247a Absatz 1 Satz 5. Erfasst und für die Anordnung der audiovisuellen Vernehmung prinzipiell ausreichend, ist jeder schwerwiegende Nachteil für das Wohl des Zeugen durch seine Vernehmung im Verhandlungssaal, wobei es keine Rolle spielt, von wem die Gefahr in concreto droht. Sowohl eine Gefährdung des körperlichen als auch des seelischen Wohlbefindens kommen in Betracht, der drohende Nachteil muss sich im Hinblick auf die befürchteten Auswirkungen als schwerwiegender darstellen und damit über die normale Belastung durch eine Zeugeneinvernahme in der Hauptverhandlung hinausgehen. Für die Beurteilung, ob eine solch schwerwiegende Folge in der Zukunft beim Zeuge zu befürchten ist, muss die individuelle Belastbarkeit des Zeugen durch das Gericht beurteilt werden. Bisweilen wird dafür auf die Hilfe von Sachverständigen zurückzugreifen sein. Kann jetzt die erste Alternative des § 247a Absatz 1 zu einem tauglichen Mittel der Hauptverhandlung ohne körperliche Anwesenheit aller Zeugen werden, gilt es also für alle Zeugen. Das Problem, das sich hierbei stellt, ist jenes der sogenannten dringenden Gefahr. Ja? Die dringende Gefahr beschränkt sozusagen die Anwendungsfähigkeit des § 247a Absatz 1 Variante 1. Die mögliche Infektion mit Covid-19 durch eine Teilnahme an der Hauptverhandlung wäre nun gewiss als Gefahr, als schwerwiegender Nachteil einzustufen. Aber diese müsste sich auch als dringend begreifen lassen. Als dringend lässt sie sich dann begreifen, wenn sie auf konkreten Anhaltspunkten beruht und sich nicht nur als rein abstrakte, wie derzeit wohl für alle Menschen gegebene Gefahr anzusehen ist. Für Zeugen der sogenannten Risikogruppe, zum Beispiel Menschen über 60 Jahre, solche, die an Vorerkrankungen des Lungen- oder Herz-Kreislauf-Systems leiden oder auch für starke Raucher, würde eine alle Umstände berücksichtigende Entscheidung zur Frage der Anwendung des § 247a Absatz 1 Halbsatz 1 jedoch nach dem Dargelegten ergeben, dass jene wegen Vorliegens einer solchen dringenden Gefahr prinzipiell per Audio-Video-Vernehmung zu vernehmen wären. Die konkreten Anhaltspunkte einer für jene Personen gesteigerten Gefahr wären das für sie umso stärker geltende Gebot unserer Tage, mit möglichst wenig Menschen in Kontakt zu treten, da sich die Gefahr der Ansteckung mit Covid-19 mit der Anzahl der in einem Raum befindlichen Menschen schon aus Wahrscheinlichkeitsüberlegungen jedenfalls potenziert, sowie deren grundsätzlicher Gesundheitszustand in Kombination mit dem Risiko, bei Infektion sogar lebensbedrohlich zu erkranken. Diese Gefahr würde, selbstgerichtliche Schutzmaßnahmen der Reduzierung derselben, Abstandsgebot, Plexiglasscheiben, etwaige Maskenpflicht vorausgesetzt, damit wohl zu einer Anwendungsmöglichkeit des 247a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 StPO führen.
Für die sonstigen Zeugen ist aber keine dringende Gefahr, sondern nur eine solche abstrakter Natur zu bejahen. Insofern kann die erste Variante des 247a hier keine extreme Erleichterung in Pandemiezeiten bringen. Aber der Paragraph 247a Absatz 1 Satz 1 kennt auch noch eine zweite Möglichkeit, eine bedeutend simpler anzuwendende Möglichkeit. Paragraph 247a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 bestimmt, dass unter den Voraussetzungen des Paragraphen 251 Absatz 2 StPO die audiovisuelle Vernehmung von Zeugen zulässig ist, soweit dies zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. Hier wird also eine allgemeinere Möglichkeit der echten Fernvernehmung normiert, ja? Und der Paragraph 247 Absatz 1 Variante 2a Absatz 1 Variante 2 dient der Verfahrensbeschleunigung und der Verfahrensvereinfachung. In Covid-19-Fällen auch möglicherweise dem Schutz der Verfahrensbeteiligten. Eine in Paragraph 251 Absatz 2 genannte Vernehmungsniederschrift ist im Übrigen nicht erforderlich für die Anwendung dieser Variante. Alle drei in Paragraph 252 Absatz 2 Nummer 1, auf denen der Paragraph 247a ja verweist, erfassten Tatbestände, können nun für Covid-19-Herausforderungen fruchtbar gemacht werden und für die Hauptverhandlung positiv wirken. Für ein Covid-19-Erkrankte, aber tatsächlich vernehmungsfähige Menschen, kann Paragraph 251 Absatz 2 Nummer 1 Variante 1 einschlägig sein. Der regelt die Krankheit bzw. die Möglichkeit, Videovernehmung wegen Krankheit des Zeugen geltend zu machen. Für in Quarantäne befindliche Personen und wohl auch für Risikopatienten sind der Absatz 1 Nummer 1 Variante 3 ein anderes, nicht zu beseitigendes Hindernis anzunehmen. Für gesunde, in Deutschland aufhältige Zeugen gilt Paragraph 231 Absatz 2 Nummer 1 Variante 3 anderes nicht zu beseitigendes Hindernis hingegen wohl nicht. Für gesunde Zeugen im Ausland kann insbesondere auf 251 Absatz 2 Nummer 1, ja, also erste Variante, oder aber auf die Nummer 2, die große Entfernung, die einem Zeugen sozusagen nicht zugemutet werden kann in der jetzigen Zeit, verwiesen werden. Jedenfalls für alle Zeugen ist aber die Heranziehung des Paragraphen 251 Absatz 2 Nummer 3 StPO möglich. Und zwar bei übereinstimmender Meinung, dass der Zeuge so vernommen werden soll, seitens des Staatsanwalts, der Verteidigung, des Angeklagten und auch natürlich des Gerichts, ob die sonstigen möglichen Verfahrensbeteiligten ja auch noch mit einzubeziehen sind, ist strittig. Das heißt, hier ist ein von einer gewissen Disponibilität des Paragraph 247a auszugehen. Die Anordnungshoheit für die Anordnung der Vernehmung nach 247a liegt beim Gericht und das Gericht nimmt das durch pflichtgemäße Ermessensausübung wahr. Der diesbezügliche Beschluss ist unanfechtbar. Vom Paragraph 247a StPO geht auch keine hohe Revisionsgefahr aus. Und die Anwendung des Paragraph 247a für Angeklagte aus systematischen Gesichtspunkten und aufgrund ihrer Verfahrensstellung ist wohl nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich. Alles in allem ist Paragraph 247a Absatz 1 Variante 2 StPO damit eine durchaus überlegenswerte Alternative zu Paragraph 10 EG StPO. Kommen wir nun zum Ergebnis. Zu konstatieren ist, dass § 10 EGSTPO wohl kein Allheilmittel darstellt, wie auch schon der polemische Titel des Vortrags bereits in recht unsubtiler Weise angedeutet hat und mitnichten auch den einzigen Ausweg aus der Krise bietet. Die StPO kennt in beschränktem, jedoch durchaus verwendbarem Maße Rechtsinstitute, die in Kombination mit den vom Gericht getroffenen Schutzmaßnahmen zur besseren und effizienteren sowie die Rechte der verfahrensbeteiligt wahrenden Bewältigung der Krise beitragen können. Ob diese freilich von den Rechtsanwendern genutzt werden, steht auf einem anderen Blatt. Auf Basis des Umstandes, dass eine Krise aber auch als Chance und in jener das Besinnen auf grundsätzliche Fragen mitunter sehr gut dazu geeignet ist, allgemeine Verbesserungen in bereits häufig angemahnten Bereichen anzudenken bzw. einer Umsetzung zuzuführen, möchte der Vortrag mit zum Schluss
eine Lanze für eine der Bedeutung der Sache entsprechende und auch dem Stand der Technik und internationalen Entwicklung dienende Bild- und Tonaufzeichnung, also Protokollierung der Hauptverhandlung in Bild und Ton oder zumindest für eine wörtliche Protokollierung der Hauptverhandlung brechen. Gerade läuft auch in diesem Kontext eine von der Bundesjustizministerin Lamprecht initiierte Prüfung durch eine Expertengruppe, ob Verhandlungen in Strafsachen an Land- und Oberlandesgerichten künftig audiovisuell aufgezeichnet werden sollen. Mit einer solchen Vorgehensweise audiovisueller Aufzeichnung oder Wortprotokoll könnte der Wahrheitsfindung als solcher, die im Strafverfahren das höchste Ziel darstellt, ein großer Dienst erwiesen werden und auch die wohl ungewollte Nebenwirkung der Arznei der Hemmung nach § 10 EGSDPO, bloß als Stichwort Erinnerung an lang zurückliegende Verhandlungen als Problem der Wahrheitsfindung, jedenfalls etwas abgemildert werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.